Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Die Videospielbranche hat sich mit der Zeit sehr viel verändert. Die Entwickler hatten früher ein Ziel, ein gutes Spiel zu machen mit einem guten Gameplay und einer guten Story. Heutzutage kommt es einem so vor, als wäre dies eine Nebensache für die meisten Studios. Heute wird sich eher die Frage gestellt, wie können wir am meisten Geld mit einem Spiel verdienen? Das heißt, die bauen das Spiel so, um bestmöglich Mikrotransaktionen einzubauen, um halt von den Spielern Geld zu bekommen. Wie bauen wir die besten Shops ein? Was wird in diesen Shops reinkommen? Welche Charaktere, welche Skins, welche Waffen, welche Tarnungen, welche Inhalte kommen, die Spieler kaufen wollen? So wird das Spiel gestaltet. Das ist die Philosophie, die die meisten Entwickler mittlerweile verfolgen müssen, ob sie wollen oder nicht. Auch Rockstar Games hat sich negativ verändert. Ich will gar nicht Rockstar Games damit angreifen, dass sie so lange für GTA 6 brauchen. Ein so ambitioniertes Spiel wie ein GTA braucht seine Zeit. Und lieber sollen die sich Zeit lassen und ein gutes Spiel veröffentlichen, als ein halbfertiges Spiel mit Bugs und schlechtem Gameplay. Es geht eher um ihre Geldgier. Bestes Beispiel ist das jüngste Red Dead Redemption. Sie bringen einen einfachen Port raus und verlangen hierfür 50 Euro. Andere Entwickler haben dies auch gemacht, aber sie haben ihre Spiele entweder für kostenlos zur Verfügung gestellt oder sie haben den Preis angepasst. Das heißt, die Spiele, die für die PS4 erstellt worden sind, konnte man auch auf der PS5 spielen für einen niedrigeren Preis oder halt wie gesagt für kostenlos. Rockstar Games hätte dafür keine 50 Euro verlangt sollen. Aber es geht denen halt nur ums Geld und die Community ist mittlerweile denen egal. Gerüchten zufolge ist Take-Two daran schuld, da sie die Investoren glücklich machen wollen. Rockstar Games hat aus diesem Grund, wenn es stimmt, auch den Rockstar Games Mitbegründer Dan Houser verloren. Dan Houser hat mit Sam Houser 1998 Rockstar Games gegründet. Er war für die Geschichte wie Red Dead Redemption 1 und 2, Bully, Max Payne und GTA verantwortlich. Er war also maßgeblich für den Erfolg von GTA verantwortlich und sein Weggang ist ein enormer Schaden für Rockstar Games. Angeblich hat er sich nicht mehr mit Take-Two verstanden, beziehungsweise er hat nicht mehr die Philosophie geteilt, die Rockstar Games momentan an den Tag legt. Er hat sich also nicht mehr mit Rockstar Games identifiziert, wenn die stimmen sollte. Wenn wir mal einige Entscheidungen anschauen, die Rockstar Games heutzutage trifft, könnte dies schon stimmen. Denn Rockstar Games ist nicht mehr mit dem zu vergleichen, wie sie in der Vergangenheit waren. Sie haben sich sehr, sehr krass verändert. Nun verlässt ein weiterer wichtiger Mitarbeiter Rockstar Games. Michael Onsworth, der Vizepräsident of Writing, hat nun Rockstar Games verlassen. Allein sein Titel hört sich schon sehr, sehr wichtig an. Er ist seit 16 Jahren bei Rockstar Games. Genau wie Dan Houser war auch er an der Story von RDR 1 und 2, GTA 4 und 5 und Max Payne 3 verantwortlich. Als Vizepräsident of Writing hat er die Dialoge geschrieben und die Stories. Das heißt, die ganzen Dialoge, die Charaktere führen, kamen auch von ihm. Allerdings hat er diesen Titel erst seit 2021 und war hauptsächlich für GTA Online verantwortlich. Die neuesten Dialoge, den DLCs und Stories hatte er mit zu verantworten. Rockstar Games hat in der Vergangenheit schon sehr viele Entwickler verloren, die hinter GTA standen. Die an dem maßgeblichen Erfolg von GTA verantwortlich waren, sind nicht mehr bei Rockstar Games. Das Merkwürdige ist, dass viele Studios momentan ihre wichtigsten Mitarbeiter verlieren. Ubisoft, EA oder auch zum Beispiel Treyarch. David Wonder hat auch Treyarch verlassen. Er war maßgeblich für Treyarch halt verantwortlich und auch für die Black Ops Teile. Er war quasi derjenige, der Call of Duty bzw. Treyarch zu dem gemacht hat, was es heutzutage ist. Und so ein wichtiger Kopf verlässt auch Treyarch. Und das hat meiner Meinung nach nichts mit neuen Herausforderungen zu tun. Sie identifizieren sich einfach nicht mehr mit den heutigen Studios, denn sie möchten nur Geld machen und diese Leute wollen einfach nur gute Spiele entwickeln. Aber die wichtigste Frage ist, was passiert mit GTA 6? Wir können alle beruhigt sein. GTA 6 ist schon seit langem in Entwicklung. Das heißt, diese neuesten Ereignisse werden nicht die Story bzw. das, was mit GTA 6 passiert, beeinflussen. Mit GTA 6 dürfen wir keine Gefahr haben mit der Kampagne. Aber GTA 6 wird ja weiterentwickelt. Das heißt, wir bekommen dort ja noch GTA 6 Online-Inhalte wie DLCs, Missionen, Dialoge. Das alles muss ja weitergeschrieben werden und wenn die Köpfe das Unternehmen verlassen, wird es schwierig bzw. anders werden. Am meisten werden die Spiele betroffen sein wie GTA 7 oder Red Dead Redemption 3 oder weitere Projekte von Rockstar Games. Rockstar Games war sehr bekannt für ihre Stories und für das gute Gameplay. Und wenn die Leute verschwinden, die für die Story zuständig waren, wer soll noch so ein gutes Story schreiben? Natürlich hat Rockstar Games verschiedene Mitarbeiter, die sind sehr groß und sie haben bestimmt noch gute Köpfe drin. Aber ich finde, wenn so wichtige Leute das Unternehmen verlassen, die maßgeblich am Erfolg beteiligt waren,
werden die nicht mal das Level erreichen, was sie in der Vergangenheit erreicht haben. Das ist meine Meinung. Es wird definitiv in GTA 7 bzw. in R33 zu spüren sein. Bis dann haben wir noch sehr viel Zeit, meine Freunde, aber das wird noch kommen. Der Tag wird kommen und ich bin gespannt, ob Rockstar Games seine DNA behalten wird in Bezug auf GTA und R33. Es wird sehr schwierig werden, denn die Vergangenheit hat gezeigt, dass solche Verluste zu spüren sind und das Unternehmen beeinflussen werden. Was ist deine Meinung dazu? Was sagst du dazu, dass Rockstar Games so wichtige Leute verloren hat und auch jetzt auch vor kurzem verloren hat? Und was passiert in der Zukunft? Denkst du, es wird für GTA 6 ein Einfluss sein? Oder denkst du, das wird für GTA 7 oder Red Dead Redemption 3 oder sonst irgendwas einen Einfluss haben? Deine Meinung in die Kommentare. Lass mich wissen, das ist sehr wichtig, denn das Thema ist sehr brisant und ich bin auf jeden Fall sehr auf deine Meinung gespannt. Liken, kommentieren und abonnieren, um keine weiteren GTA 6 News zu verpassen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Schauen. Tschüss.